Hallo, lieber Simon Brandstetter. Du spielst in der U23, höchste Ausbildungsmannschaft der Mainzer. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Danke, dass du die Zeit für uns hast. Sehr gerne. Freut mich auch. Ihr spielt bisher eine super erfolgreiche Saison. Wir drehen ein bisschen, bevor die Folge tatsächlich veröffentlicht wird. Da steht ihr gerade auf Rang 1. Was macht euch als Mannschaft so stark diese Saison? Ja, ich glaube einfach, als Team sind wir brutal stark diese Saison. Dazu haben wir noch sehr viel Qualität dazu gewonnen mit den Neuen. Und ja, wir kämpfen einfach jeder für jeden, und das ist einfach das, was wir den Jungs auch vermitteln wollen, vor allem die dann auch von der A-Jugend rauskommen, denen gleich das Gehen mitgeben, dass es nur als Team geht und nur mit Laufbereitschaft und Willen und Kampf. Und ich denke, das macht uns momentan sehr stark. Du bist vom SVW in Wiesbaden hierher gekommen, es war deine letzte Station vor den Mainzern, hast generell sehr viel Erfahrung gehabt, warst unter anderem in Freiburg, hast viele Stationen gehabt. Was war für dich der Reiz an der U23? Ist ja schon ein bisschen was anderes, nehme ich mal an, als die reinen Herrenmannschaften, in denen du vorher gespielt hast. Ja, also klar, wenn Mainz 05 anruft, ist es eine super, super Adresse, super Verein. Ich fand den schon immer sehr sympathisch, ist ein Arbeiterverein, ein Familienverein, und das war auch so ein riesen Pluspunkt, was mich dazu gedrängt hat, auch hierher zu wechseln. Und ja, es ist einfach eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Und wie interpretierst du deine Rolle so als einer von den Älteren? Ja, ich möchte einfach, wie gesagt, die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, den Jungs weitergeben und am besten mit Leistung auch vorangehen. Und bisher ist es mir gut gelungen, und ich versuche, solange ich für den Verein spiele, alles zu geben und alles rauszuhauen, dass ich mir nie was vorwerfen kann. Bartosz Gaul als Trainer, ist das einer, der einen auch so ein bisschen inspiriert, vielleicht selber in dem Job mal was zu machen? Oder ist für dich Fußball eher so nach der aktiven Karriere abgeschlossen? Nee, Fußball allgemein. Ich will dem Sport bleiben, auch als Trainer. Ich würde gern meine Scheine dann demnächst auch irgendwann mal machen. Natürlich will ich noch eine Weile Fußball spielen, solange es geht, wie die Knochen halt halten. Das weiß man nie so genau im Fußball. Zum Trainer gar keine Frage, er ist ja auch ein Vorbild für mich, für die Jungs, und er lebt es halt auch alles vor, wie es sein sollte, und deswegen blickt man dann auch hoch zum Trainer. Du hast als sehr junger Spieler ja auch schon mal eine kurze Station beim VfB Stuttgart gehabt, ne? So mit 14. Wie ist denn bei dir die Begeisterung für den Fußball ursprünglich mal gekommen, und war das für dich so als Junger schon klar, dass du das tatsächlich gerne beruflich machen wolltest? Ja, ich denke schon. Also ich war in der Jugend beim VfB, und man schaut dann halt immer nach oben zu den ganzen Stars und man will so sein wie die, und ich denke, das ist alles normal. Und dann träumt man natürlich, und ich glaube auch, man sollte auch träumen dürfen und können. Und ich wollte immer Profi werden und einfach das Hobby zum Beruf machen, und ich bin froh, dass es mir jetzt schon so viele Jahre gelungen ist. Du warst ja dann beim SC Freiburg, ne? Erst in der zweiten Mannschaft, hattest dann tatsächlich den Vertrag, wenn ich es richtig weiß, in der ersten, bist aber verletzungsbedingt da nicht zum Einsatz gekommen, und das war so etwa dieselbe Zeit, in der du auch für die U20-Nationalmannschaft nominiert warst, richtig? Richtig, ja. Wenn man dem Simon damals gesagt hätte, wo der Simon heute ist, hätte der das so genommen oder hätte der gesagt, na, ich will mehr? Ja, ich würde sagen, hätte ich gesagt, ich will mehr, weil ich bin immer noch sehr, sehr ehrgeizig, und das versuche ich auch tagtäglich den Jungs zu vermitteln, dass man es auch sein sollte, weil die Zeit einfach im Fußball sehr kurz ist, und man sollte versuchen, jeden Tag das Maximale rauszuholen und das Beste zu geben, weil es geht einfach sehr, sehr schnell. Ich merke es selber, ich bin jetzt 31 und kann mich aber noch daran erinnern, ans erste U20-Nationalmannschaftsspiel, und das ist rasend vorbeigegangen, und deswegen, ja, würde ich sagen, alles nutzen, was geht. Mainz 05 ist ja ein Verein, der sich das sehr auf die Fahnen geschrieben hat, dass er ein Trainerverein ist. Im Nachwuchsleistungszentrum werden nicht nur Spieler, sondern eben auch Trainer ausgebildet. Ist das für dich was, wo du schon so ein bisschen drauf schaust? Du hast gesagt, du willst zwar noch länger spielen, aber dass das vielleicht auch ein Verein ist, in dem du eine Möglichkeit hast, eben in dem Feld dann später zu bleiben? Ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich will noch eine Weile spielen, aber der Verein, ich habe jetzt auch verlängert, weil der Verein mir am Herzen liegt. Ich habe hier Spaß am Spiel. Ja, alle Mitarbeiter, die hier rumlaufen, ich kenne da jeden, und ich freue mich einfach, jeden Tag hier ans Gelände zu kommen, und deswegen, warum nicht? Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Du hast ja wirklich schon sehr, sehr viele Vereine erlebt. Kannst du mal versuchen zu sagen, was das ist, was Mainz 05 für dich besonders macht, oder was Mainz 05 vielleicht auch von anderen Vereinen unterscheidet? Ja, auf jeden Fall mal, dass man halt alles raushaut einfach, dass man ackert für den Nebenmann, dass man sein Leben auf den Platz lässt für den Nebenmann, und ich finde, das zeichnet auch die Profis momentan aus, dass die einfach rennen bis zum Umfallen, und das finde ich halt einfach
super und die Mentalität in dem Verein, die steckt da drinne und das spürt man auch von jedem, wie gesagt, von jedem Mitarbeiter. Da will jeder für jeden alles geben und das finde ich einfach sensationell hier. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit für mich hattest. Du bekommst zum Abschluss die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Vielen Dank, Dankeschön. Hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, auf jeden Fall, danke. Sehr schön.